wenn der Wind um die Häuser weht und Big Ben Mitternacht schlägt, dann ist Retro-Krimi-Zeit bei Hör mal zu, dem Kanal für echte Hörspiel- und Retro-Freunde. Miss Wilkins? Ja. Inspektor Harvey. Guten Tag. Inspektor Travers. Nehmen Sie doch Platz. Ich möchte mich bei Ihnen in aller Form entschuldigen, dass wir Sie belästigen müssen, aber Sie werden verstehen, dass wir den Mörder Ihrer Mutter so schnell wie möglich fassen wollen. Sie waren zu Hause, als Ihre Mutter wegfuhr? Ja. Wohin wollte sie? Das weiß ich nicht. Ich erinnere mich nur, dass sie einen Anruf erhielt, darauf eine Taxe bestellte und wegfuhr. Hatte Ihre Mutter Freunde? Oder ganz persönliche Feinde? Diese Frage kann ich leider nicht beantworten, Herr Inspektor. Ich studiere seit dem Tode meines Vaters in einem Internat und kenne daher unsere Familienverhältnisse nicht mehr so genau. Ich verbringe immer nur meinen Urlaub zu Hause, so wie jetzt. Ich verstehe. Ich dachte nur an die Möglichkeit, dass Ihre Mutter erpresst wurde. Ihr Vater hinterließ doch ein beträchtliches Vermögen. Ja. Ich glaube schon. Etwas Genaueres wissen Sie nicht? Nein. Wissen Sie etwas Besonderes über den geraubten Smaragd? Nein, ich weiß nur, dass es ein Pavati ist. Und er soll sehr wertvoll sein. Sonst hätte meine Mutter auch... Was hätte Ihre Mutter? Ja, da fällt mir ein, es war vielleicht gar nicht der echte Pavati. Höchstwahrscheinlich sogar. Das Mädchen, das gerade rausgeht, ist Jane Wilkins. Fahren Sie ihr nach und kontrollieren Sie, was sie tut. Was soll denn die Meckerei schon am frühen Morgen? Es ist nicht früh am Morgen, sondern Mittag. Und du bist noch nicht einmal angezogen. Ich möchte nur wissen, warum ich mich anziehen soll. Ich frage dich, warum soll ich mich anziehen? Damit ich vom Haus in den Garten und vom Garten ins Haus spazieren kann. Ist ja nicht meine Schuld, dass du dich verstecken musst, nicht wahr? Ist es vielleicht meine Schuld, dass mein sauberer Bruder das Geld nicht rausrückt? Ach, warum bin ich, Idiot, überhaupt nach England zurückgekommen? Du? Vielleicht brauchst du überhaupt deinen Bruder nicht mehr. Wieso? Jane Wilkins ist doch jetzt mündig und außerdem ist sie reich. Und ihre Mutter ist auch nicht mehr im Weg. Was soll denn der Unsinn? Du, so unsinnig finde ich das gar nicht. Sie verehrt dich, sie gefällt dir wie alle kleinen Mädchen. Vielleicht geht sie mit dir ins Ausland. Dann kannst du die ganze Zeit über den charmanten, väterlichen Freund spielen. Du gefällst dir doch so gut in dieser Rolle. Da pass aber bloß auf, dass sie dich nicht in betrunkenem Zustand erwischt. Da könnte ihr Traumbild verblassen. Ich an deiner Stelle würde meine Fantasie für die Kriminalromane aufbewahren. Ich überlege mir nur, wo ich mich jetzt verstecken soll. Ich verstehe gar nicht, wieso du dich plötzlich woanders verstecken willst. Es kann sich doch nur noch um Stunden handeln, bis die Polizei ankommt. Nach diesem neuen Raubüberfall werden alle Pavati-Besitzer verhört. Habt ihr immer gesagt, lass die Finger von dem Stein. Ach was. Also ich gehe jetzt, und zwar sofort. Das halte ich für ein leeres Versprechen. Aber wenn schon, dann warte, bis es Nacht wird. Außerdem weiß ich genau, dass dein Bruder als erster verhört wird. Und wie ich den kenne, wird er die anderen Besitzer diskret verschweigen. Ausgerechnet mein Herr Bruder, der große Mr. Clifton. Ja? Mr. Clifton? Ein Inspektor Harvey von Scotland Yard möchte Sie sprechen. Ein Inspektor von Scotland Yard? Ja, bitte, er möchte hereinkommen. Mrs. Macy, bitte nehmen Sie die Zeitung und verschwinden Sie. Inspektor Harvey von Scotland Yard, Mr. Clifton? Ja, womit kann ich Ihnen dienen? Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Ja, Mr. Clifton, Sie werden sich aus der Presse erfahren haben, dass eine Ihrer Kundin, Mrs. Wilkins, ermordet wurde. Ach, Mrs. Wilkins wurde ermordet? Es scheint sich um einen Raubmord zu handeln. Nach Aussage der Tochter von Mrs. Wilkins wurde eine goldene Halskette mit einem Pavati gestohlen. Und das soll ein außerordentlich wertvoller Smaragd sein. Oh ja, das will ich meinen. Vielleicht der wertvollste, den wir je verkauft haben. Dann besitzen Sie doch sicher eine Aufnahme von dem Schmuckstück. Oder wenigstens von dem Stein. Ja, selbstverständlich. Wir fotografieren jede wertvolle Kreation. Fräulein Macy? Übrigens, es ist der gleiche Stein wie dieser hier. Ich kann den Ring leider nicht mehr abnehmen, er ist mir zu eng geworden. Ach, Fräulein Macy, bringen Sie doch bitte gleich die Fotografie von dem Pavati von Miss Wilkins. Ja, sofort. Wie viele Pavatis gibt es eigentlich?
Ich kenne nur drei. Zwei davon wurden mir damals privat angeboten. Einen davon trug Miss Wilkins. Einen davon trage ich selbst. Natürlich nur so lange, bis sich ein geeigneter Käufer findet. Wie hoch ist der Wert von diesem Stein? Nun, ich würde sagen, so um die 15.000 Pfund. Donnerwetter. Nun, das ist nicht meine Gehaltsklasse. Zigarette? Danke, ich rauche meine eigene Marke. Und der dritte Pavati? Ach ja, richtig. Den trägt einer meiner Aktionäre, Sir Humphrey, der Rennstallbesitzer. Ich glaube, er hat ihn damals geerbt. Hier. Lassen Sie sofort einen Laufzettel anfertigen an alle Reviere, mit dem üblichen Hinweis. Moment mal. Harvey, wie lautet der Bericht über Jane Wilkins? So. Aha. Danke. Suchen Sie sofort einen Juwelenspezialisten und geben Sie mir Bescheid. Ich versuche, Jane Wilkins zu erreichen. Ich brauche diesen Stein. Wilkins. Ja, Herr Inspektor? Jetzt? Ja, doch, das geht auch. Nein, danke. Mein Fahrer sitzt schon im Wagen. Ich wollte ohnehin gerade wegfahren. Den echten Stein habe ich übrigens gefunden. Ja, ich bin sehr froh. Ich bringe ihn mit. Bis bald. Du brauchst gar nicht zu schreien. Dein Fahrer hört dich nicht. Der sitzt ja schon im Wagen. Wer seid ihr? Wir sind die Brüder der ausgleichenden Gerechtigkeit. Wo ist der echte Parvati? Deine Mutter hat uns nämlich betrogen. Der Stein war falsch. Ich dachte, du trittst heute überhaupt nicht mehr auf. Die guten Striptease-Tänzerinnen kommen immer erst am Schluss. Ach so. Zwei Whisky, bitte. Ist dein Vertrag mit Rio perfekt? Mhm, sogar schon unterschrieben. Ich fliege am Freitag noch in der Nacht, gleich nach meinem Auftritt. Und wie bist du mit deinem Agenten zu euch gekommen? Er ist sauer. Sehr sauer sogar. Zum Wohl. Aber das ist mir egal, ich brauche ihn nicht mehr. Also pass auf. Du wirst in Rio am Flughafen abgeholt wie das letzte Mal. Ich bringe dir Freitag eine Kette mit 5 Steinen. Die packst du deinem Kostümschmuck bei und übergibst sie dort meinem Mittelsmann. Sei bitte vorsichtig, die Steine sind sehr wertvoll. Das kann ich mir denken. Sonst würdest du doch wohl kaum 1.000 Pfund opfern. Eigentlich haben wir nur über 750 gesprochen. Aber schön. Können noch 1.000 sein. Wie schnell wir uns doch immer verstehen, Clifton. Findest du nicht? Mhm. Die Dame hat mich eingeladen. Weißt du schon, dass Jane Wilkins entführt worden ist? Woher soll ich denn das wissen? Da, kannst du es lesen. Am helllichten Tag in ihrem eigenen Auto und die Polizei hat keinerlei Anhaltspunkte. Spurlos verschwunden. Dachte ich mir's doch, dass es bei dem einen Mord nicht bleiben würde. Ich verschwinde. Und zwar noch heute. Harrison, ist Lady Trenton schon wach? Was, ist schon weg? Nein, nein, es ist gut. Ich danke Ihnen. Um wie viel will er das Aktienkapital erhöhen? Um 100.000 Pfund. Ganze Menge Geld. Naja, ich habe grundsätzlich nichts dagegen. Eigene Geschäfte im Ausland haben immer Vorteile, aber wissen Sie, ich möchte bei Clifton kein Bargeld mehr investieren. Denn unter uns gesagt, Lady Trenton, ich traue ihm nicht. Sie werden zugeben müssen, dass wir durch seine Methode eine Menge Geld verdient haben. Und im Übrigen sind Edelsteine ganz im Allgemeinen ein gutes Geschäft. Wem sagen Sie das? Aber ich habe im Moment meine eigenen Pläne. Es geht mir alles nicht schnell genug. Ich will endlich meine Ruhe haben. Auch von der Nervenbelastung, die diese Art Geschäfte mit sich bringt. Sieht ganz nach Polizei aus. Scheint so. Ich glaube, ich verschwinde. Wir sehen uns ja noch. Ja. Sir Humphrey? Ja, bitte? Inspektor Harvey, Scotland Yard. Inspektor Travers. Guten Tag. Guten Tag. Und wollen Sie reiten? Wenn wir Zeit hätten. Dann wollen Sie sicher die Pferde ansehen. Das hier ist ein irisches Vollblut, eine wunderbare Stute. Auf die setze ich sehr viel. Wenn Sie einen Tipp für das Grand National brauchen, dann setzen Sie auf dieses Pferd. Kann ich Ihnen sehr empfehlen. Eigentlich wollten wir ganz was anderes. Ein Whisky, Scotch. Nein, danke. Vielen Dank. Bitte nehmen Sie Platz. Sir Humphrey, Sie sind Aktionär bei Clifton und Clifton. Allerdings. Warum führt die Firma diesen Doppelnamen? Es sind zwei Brüder, das heißt, es waren. Der eine ist flüchtig, im Ausland. Er wird wahrscheinlich nie mehr nach England zurückkehren. Weshalb? Ach, er war ein unseriöser Geschäftsmann. Betrug? Hauptsächlich. Er hat uns eine Menge Geld gekostet und wir haben viel Ärger mit ihm gehabt. Und Sie sind sicher, dass er nicht mehr in London ist? Legal kann er nicht zurückkommen.
Ich an seiner Stelle würde das Risiko nicht eingehen. Sir Humphrey, Sie besitzen einen Smaragd, den man Pavati nennt. Ja, das stimmt. Ein sehr schönes Erbstück von meinem Onkel. Können Sie uns vielleicht etwas über das Geheimnis dieses Steines sagen? Ja, leider nicht viel, Inspektor. Ich weiß nur, dass es einmal ein göttlicher Stein gewesen sein soll. Der Forscher Livingston hat einmal ein Buch darüber geschrieben. Leider ist kein Exemplar mehr zu finden. Ich hatte das Buch einmal, aber es ging mir wie alles in London während des Krieges verloren, bevor ich es lesen konnte. Schade. Das ist allerdings sehr schade. Und Sie wissen nicht, wie viele Steine davon existieren? Nein, keine Ahnung. Darf ich Ihren mal sehen? Ja, bitte. Aber dann wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn ich mich empfehlen dürfte. Ich habe eine dringende Verabredung in der Stadt. Brüder der ausgleichenden Gerechtigkeit, die heilige Wurzel hat uns dieses Mädchen in die Hand gespielt. Sie trug einen der 5 Pavati-Steine und ist somit schuldig der Hehlerei am Raub des großen Pavatis, der Göttin Kali. Ein Verbrecher hat diesen Stein in 5 Teile geteilt und ihre Besitzer nützen in einer geistigen Gemeinschaft die Kraft dieses göttlichen Steines in schamlosester Weise aus. Es sollte mich nicht wundern, wenn die übrigen Besitzer der Steine nicht über ebenso viel Reichtum verfügten wie Jane Wilkins. Brüder, ich fordere gerechte Strafe für die Verbrecher. Und so es euer Wille ist, weckt euren Sinn und Geist und sendet das Gedankengut bis tief in die Wurzel der Gerechtigkeit, auf dass sie uns ein Zeichen gebe ihres Zornes. Alle Stimmen, die gepeinigt durch die Macht des Übels, sollen schreien. Und das Urteil soll sein, messerscharf den Lebensnerv des Bösen zu zerstören. Miss Harrison? Ja? Ich bin der neue Pfarrhelfer und wollte gerne meinen Antrittsbesuch machen. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke sehr. Unser Pfarrer hat mir schon sehr viel von Ihnen erzählt. Und im Vertrauen, ich habe auch schon mal einen Kriminalroman von Ihnen gelesen. Das freut mich aber ganz besonders. Nein, ich bin erfreut, Miss Harrison, dass Sie dennoch eine so gute Christin und unserer Kirche so besonders zugetan sind. Sie sollen ja Ihr gesamtes Vermögen unserer Pfarrgemeinde überschrieben haben. Tja, wem denn sonst? Ich habe keine Verwandtschaft und keine Kinder. Und ist das der einzige Grund? Nein, eigentlich nicht. Wissen Sie, ich fürchte mich immer so. Und können nichts dagegen tun? Nein. Nun, Miss Harrison, ja? Sie brauchen es ja nicht unbedingt unserem Pfarrer zu erzählen. Aber ich wüsste für Sie einen Weg, der Sie sofort von Ihrer Angst befreit. Interessant. Was müsste ich denn da tun? Schreiben Sie. Mit der Hand? Natürlich, nur mit der Hand. Ja. An die Brüdergemeinschaft? Ja. Der ausgleichenden Gerechtigkeit. Der ausgleichenden Gerechtigkeit. Was ist das? Nun, das ist eine höhere geistige Gemeinschaft, die durch Fernbehandlung imstande ist, gläubige Menschen von allen Übeln zu befreien. Das ist ein Pavati. Man sagt, er soll eine ganz besondere Wirkung haben. Aber nur, wenn man ihn trägt. Dann tragen Sie ihn also Tag und Nacht? Ja, natürlich. Alle, die diesen Stein besitzen, tun das. Sonst hat er ja die Wirkung nicht. Interessant. Das Buch von Livingston ist tatsächlich vergriffen. Das einzige Exemplar ist in der Zentralbibliothek, zurzeit aber ausgeliehen an eine Lady Trenton. Was geschieht jetzt? Der Bibliothekar Miller holt es heute Abend ab und bringt es sofort zu uns. Das bringt uns wahrscheinlich auch nicht viel weiter. Noch keine Nachricht von Jane? Nichts. Gar nichts. Lauter erfreuliche Nachrichten. Was sollen wir tun? Warten? Natürlich. Wir haben ja keine andere Möglichkeit. Und außerdem werden wir dafür bezahlt. So, bitte bedienen Sie sich. Danke. Was kann ich Ihnen sonst noch anbieten? Whisky? Sicher. John, 3 Whisky. Und Soda. Was kann ich für Sie tun, Inspektor? Ja, Lady Trenton, wir wollten Sie lediglich fragen, warum Sie sich für das Buch von Livingston interessiert haben. Ach so. Das ist ganz einfach. Ich hoffte, eine erschöpfende Auskunft zu finden über einen Edelstein, der mir neulich durch eine Erbschaft zugekommen ist. Was war das für ein Stein? Ein Pavati. Das heißt, ein Teil davon. Sie wollen doch nicht sagen, dass Sie einen Pavati besitzen.
Allerdings. Hier. Ich weiß, es ist ein seltener Glücksfall. Wie man es nimmt, Lady Trenton, vielleicht wissen Sie nicht, dass außer Mrs. Wilkins heute Nacht auch noch Grace Harrison ermordet wurde, vermutlich auch wegen eines Pavati. Das ist doch nicht möglich. Grace Harrison? Die Kriminalschriftstellerin? Ja. Kannten Sie sie vielleicht? Nicht persönlich, nur dem Namen nach. Ich hatte keine Gelegenheit, das Buch zu lesen, bevor Mr. Miller es abholte. Und jetzt wissen Sie vermutlich mehr als ich, Inspektor. Ich muss Sie leider enttäuschen, wir haben das Buch nicht bekommen. Aber Mr. Miller hat es gestern Abend bei mir abgeholt. Ja, das stimmt. Aber auf dem Rückweg wurde er überfallen und das Buch wurde geraubt. Um Gottes Willen. In was für einer Zeit leben wir, Inspektor? Tja. Das frage ich mich auch manchmal, aber wir leben nun mal in dieser Zeit. Lady Trenton, der Stein, den Sie geerbt haben, ist er genauso geblieben oder ist er irgendwie verändert worden? Er war sehr altmodisch. Ich ließ ihn neu fassen. Und darf man fragen, bei wem? Ja, selbstverständlich. Bei Clifton und Clifton. Warum gerade bei Clifton und Clifton? Sehr einfach. Weil ich Hauptaktionärin bin von diesem Geschäft. Und das sagen Sie erst jetzt? Sie haben mich nie danach gefragt, Inspektor. Ist denn das so etwas Außergewöhnliches? Nein, natürlich nicht. Aber Clifton musste doch wissen, dass Sie ein Pavati besitzen. Sicher. Und warum, glauben Sie, hat er uns das nicht gesagt? Das weiß ich nicht. Vielleicht hat er nicht daran gedacht. Ja, vielleicht. Dann möchten wir Sie nicht mehr länger aufhalten. Wir danken Ihnen für Ihre Gastfreundschaft und wenn noch etwas wäre, dürften wir uns dann wieder melden? Selbstverständlich. Während meiner Abwesenheit wird mein Haus und mein ganzes Vermögen durch die Brüdergemeinschaft der ausgleichenden Gerechtigkeit verwaltet, die ich hiermit als Universalerben nennen möchte. Warum schreibst du nicht? Ich möchte wissen, welcher Notar das beglaubigt. Wir haben einen Notar, der das beglaubigt. Schreib! Du willst wohl nicht. Du hast wohl schon lange keine Schläge mehr bekommen. Kommen Sie ruhig rein, Travers. Ich habe mich übrigens heute Nachmittag ein bisschen hingelegt. Schlafen ist ja bei uns sowieso nicht mehr drin. Na, was haben Sie herausbekommen? Wir haben einige Bücher gefunden, die Auszüge aus dem Buch von Livingston enthalten. Daraus kann man entnehmen, dass der Pavati ein selten großer Smaragd ist und aus Siam, dem heutigen Thailand, stammt. Von dort kam er irgendwie nach Eshnapur in Indien, wo er in einem Tempel der Göttin Kali in einem heiligen Schrein verehrt wurde. Der Forscher Oscar E. Livingston hat ihn dort 1936 entdeckt und nach London gebracht. Weiß man etwas von Livingston? Angeblich soll er bei einem Bombenangriff auf London ums Leben gekommen sein. Übrigens ist der Original-Pavati genau 5-mal so groß angegeben wie hier auf dem Bild. Das haben Sie gut gemacht, Travers. Ich danke Ihnen. Ach bitte, vermutlich hat man den Stein in 5 Teile gespalten. Technisch ohne weiteres möglich. Und wer, glauben Sie, könnte diese Arbeit ausgeführt haben? Clifton und Clifton. Genau. Und diese Firma schauen wir uns jetzt mal gründlich an. Masters. Harvey, hören Sie zu. Masters und ich steigen jetzt bei Clifton und Clifton ein. Auf eine zufällige Alarmauslösung nicht reagieren. Ist das klar? Klar. Danke. Achtung. Und 1 und 2 und drehen und 4. Und jetzt der Fuß schön. Und der Handschuh schön nach oben. Halt, halt. Das ist unmöglich. Ach, du musst viel mehr Hitze hineinlegen. Hitze. Dort schlafen die Männer ja noch die Füße ein. Komm, wir probieren es noch einmal. Jetzt gehen wir zusammen weg auf den Walzer und schön und rein, rein, schön stehen, stehen und anderen Fuß, bitte schön. Achtung und 1 und 2 und schön und 4 rauf und stehen und Handschuh und jetzt ganz langsam wegziehen. So. Oh. Aber auf das Letzte kommt es an. Ich zeig's dir noch einmal. Da, da schön hoch. So, und das raus. Und jetzt mit Spannung. Mit Spannung. Jawohl. Und zack, zack. Da. Weg. Und ganz langsam. Wackel, 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 wackel. Bitteschön. Bravo, bravo. Also ich glaube, ich werde noch mal meinen Beruf wechseln. Also bitte noch einmal.
So, bist du jetzt bereit? Also, noch einmal. Und eins, und zwei, und schön, und vier, und den Fuß, und den Handschuh. Aber ganz langsam ausziehen, elegant. Komm, wir probieren's noch einmal. Sie wollten zu mir? Allerdings. Es ist Freitag und Sie fliegen doch heute nach Rio, nicht wahr? Ja. Und? Wir haben eine kostbare Fracht für Sie. Geben Sie es nicht aus den Händen. Nicht einen Augenblick. Aber Mr. Clifton wurde doch ermordet. Ja, leider. Aber ich war schon immer seine rechte Hand und werde die Geschäfte in seinem Sinne weiterführen. Für Sie ändert sich nichts. Gar nichts. Guten Flug. Ganz langsam. Wackel, 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 wackel. So. Oh. Bravo. Mhm. Das ist schon viel besser. Ja, wirklich. Wenn du so weitermachst, du wärst genau das Girl, das ich... Du wärst genau das Girl, das ich mit nach den Bahamas nehmen möchte. Möchtest, mein Lieber. Möchtest. Erstens würde ich mir einen ganz anderen Manager aussuchen und zweitens kann ich mir die Bahamas selber leisten. Halt, halt! Haben wir keine Probe? Ich habe keine Lust. Keine Lust. Das möchte ich auch mal sagen können. Inspektor, Sir Humphrey ist ermordet, sein Parvati geraubt. Das ist doch nicht möglich. Das ist doch nicht wahr. Leider doch. Wir haben soeben die Mitteilung bekommen. Lassen Sie mich mal nachdenken. Der einzige lebende Mensch, der jetzt noch ein Parvati besitzt, ist Lady Trenton. Masters? Rufen Sie Travers, wir fahren sofort hin. Inspektor, ich werd verrückt. Dazu haben wir jetzt keine Zeit. Jetzt weiß ich, wer der Mörder ist. Machen Sie keine Witze, ich bin jetzt nicht aufgelegt. Der Mann, der mich auf dem Dach niedergeschlagen hat, wissen Sie, wer das war? Nein, wer? Der Butler von Lady Trenton. Masters. Inspektor Harvey, wer spricht? Ja. Ja? Ja. Und Sie wollen mir nicht sagen, wer Sie sind? Hallo. Hallo. Da wären wir, Mr. Livingston. Wir haben es geschafft. Hier sind die Steine. Mhm. Gute Arbeit. Mhm. Kann man wohl sagen. Aha, wo ist der Lohnmeister? Wir haben es nämlich eilig. Verdammt eilig. Hol's der Teufel. Ja, dann gib mir die Kassette. In der Kiste. Hoffentlich ging es euch jetzt schnell genug, ihr Brüder der ausgleichenden Gerechtigkeit. Verbrechervolk. Verdammtes. Verehrte Brudergemeinde, wir haben es geschafft. Die Parvatis sind unser und die Konkurrenz ist tot. Das einzige störende Element ist dieses junge Mädchen. Sie hat uns freundlicherweise ihr Haus und ihr Vermögen sowie ihre Aktien zur Verwaltung übergeben und sich entschlossen, sich in ein einsames, klösterliches Gewölbe zurückzuziehen. Ich beantrage, dass wir ihren Abgang mit dem üblichen Zeremoniell der Brüdergemeinschaft feiern. Wer dafür ist, erhebe die Hand. Hände hoch und keine falsche Bewegung. Ihr Mummenschanz ist zu Ende, Mr. Clifton. Verräter! Verräter! Du bist ein Verräter! Du hast uns nie gesagt, dass du Clifton bist, Mr. Brown! Das kann ich mir denken. Dafür hat er seinen Zwillingsbruder umgebracht und damit alles verraten. Und Lady Trenton hat vermutlich auch einen anderen Namen gehabt. Aus ihrer geplanten Flucht mit ihrer Komplizin wird nun nichts mehr, Mr. Clifton. Erschrecken Sie nicht, sie ist tot. Lady Trenton ist tot? Das stand nicht mehr in Ihrem Plan, Mr. Clifton. Aber bezahlte Mörder gehen oft ihre eigenen Wege. Abführen! Jetzt warten wir nicht mit Clifton! Das ist Livingston! Das ist Livingston! Aber es ist dir missglückt! Der Würger und Kitty haben gut gearbeitet, ja, sehr gut! Aber nicht für dich! Und dann für mich. Du brauchst sie nicht zu suchen. Sie sind tot. Ja, sie sind tot.
Und die 5 Steine von Saiburg, die habe ich. Das ist Livingston, ich erkenne seine Stimme. Ja, er hat die 5 Pavatis. Er ist irre, Herr Kommissar. Er ist ja vollkommen verrückt. Unternehmen Sie doch etwas. Bitte überlassen Sie das mir. Abführen. Sofort den Tower umstellen. An der Themse Scheinwerfer einsetzen. Los, 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 los! Scheinwerfer einschalten! Da draußen fährt ein Boot. Den werden wir los. Und mit ihm die Pavatis. Machen Sie sich darüber keine Gedanken, Masters. Wer weiß, wem die Steine noch alles Unglück gebracht hätten. Kommen Sie. Wir haben noch viel zu tun. Befürchte ich auch. Aus dem Nahkampfkurs wird wahrscheinlich nichts. Da bist du ja, Liebling. Gut siehst du aus. Dabei habe ich die ganze Nacht kein Auge zugetan. Und die Steine? Hab ich. Das sind die echten? Natürlich. Und die von Jaipur? Waren falsch. Wie hast du das gemacht? Tja, als aufmerksame Sekretärin konnte ich von Clifton allerhand lernen. Großartig. Aber geh jetzt weg, wenn uns jemand sieht. Ich bin doch verdächtigt. Ja, ich kenne dich auch erst wieder, wenn wir in Beirut sind. Aber ich kann's kaum erwarten. Küsschen. Und das lebenslänglich.